Beim Gomio zeichnen wir jedes Jahr ein Lokal außerhalb der Haubenwelt aus, das sich irgendwie besonders interessant gemacht hat, bemerkbar gemacht hat, das für uns einfach erwähnenswert ist. Und das nennt sich das Pop des Jahres. Dieses Pop des Jahres im aktuellen Gomio haben wir an die Vollpension verliehen. Das ist ein ganz außergewöhnliches Lokal in Wien und ich habe heute stellvertretend Lucia zu Gast, die uns vielleicht ein bisschen erklärt, worum es in der Vollpension geht. In der Vollpension geht es in erster Linie darum, dass man Jung und Alt zusammenbringt, weil ja die älteren Leute sonst vereinsamen würden. Und dass Jung und Alt, das Miteinander, um das geht's und dass die nicht so einsam zu Hause sitzen. Und viele suchen nach der Pension noch eine Beschäftigung, die ihnen Spaß macht. Und so, ich habe immer gern gebacken und so bin ich vor 2 Jahren auf die Vollpension aufmerksam geworden. Da haben sie eine Annonce geschaltet und da habe ich mich beworben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich genommen worden bin. Schon sind Sie bei mir gelandet. Ja. Ich freue mich sehr, Frau Lucia. Also in der Vollpension geht es darum, dass Menschen in der Pension backen und Menschen von der Straße einfach kommen und diese herrlich gebackenen, hausgebackenen Kuchen, Mehlspeisen, Süßigkeiten aller Art essen können. Eigentlich ein ganz außergewöhnliches Kaffeehausrezept, kann man sagen. Ja, weil es wirklich nur von den Omas gebacken wird und auch die Rezepte teilweise nur von den Omas sind. Schon auch aus Kochbüchern alten raus oder Backbüchern, aber von den Omas mitgebracht. Also einfach über viele Jahre perfektioniert. Ja. Und ich finde es einfach wirklich speziell, weil wenn etwas von der Oma gebacken wurde oder das schmeckte wie bei meiner Oma, es hat immer einfach ein besonderes Qualitätsmerkmal. Und das werden wir heute auch kosten, weil die Lucia hat uns ihr Buchtelrezept mitgebracht. Sie sagen aber Wuchteln, oder? Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe von Anfang an immer Wuchteln gesagt. Aber Wuchtel in Wien ist ja eigentlich ein Witz. Ja, das weiß ich schon. Ich weiß auch nicht, wie ich auf, und ich muss gestehen, wie ich das erste Mal Wuchteln machen wollte, habe ich auch unter Wuchteln im Backbuch gesucht. Und erst, wie ich es nicht gefunden habe, habe ich mal gedacht, vielleicht heißt das dann anders. Und bin das Alphabet durchgegangen und habe es dann tatsächlich unter Buchteln gefunden. Aber ich kann es mir leider nicht mehr abgewöhnen. Sie sind stur bei den Wuchteln geblieben. Ich bin mir sicher, Ihre Wuchteln sind kein Witz. Am Ende dieses Drehs, vielleicht haben Sie bei den Buchteln, aber schauen wir mal. Jetzt fangen wir zum Backen an, okay? Ja, weil wir machen einen Germteig, das dauert ein bisschen. Ja, das dauert und der Germteig braucht viel Liebe und noch mehr Geduld. Und meinen Kenwood, weil der hat nämlich eine Heizplatte drin, da geht aber Germteig besonders schön. Sie zeigen mir Ihre Wuchteln, ich zeige Ihnen meinen Kenwood. Legen wir los. Okay, legen wir los. Geht jetzt. Wir nutzen die Zeit und machen die Vanillesauce. Ja. Wie machen wir die? Ich nehme ein bisschen Milch. Musik.
Volle Pulle. Volle Pulle. Das ist die Bude wackelt. Kaffee? Na danke. Aber sie verflüssigt sich schon. Wein? Nein, danke auch nicht. Schnaps? Na, das schon gar nicht. Champagner? Na ja. Aber es ist zu früh. Es ist zu früh. Ich habe die schwache Stelle bei der Lucia gefunden. Ja, Sekt ist schwach. Der Sprudel-Schwachpunkt. Ja. Also Lucia, der Teig ist jetzt dreimal gegangen und wurde dreimal aufgeschlagen. Ja. Ist er jetzt perfekt? Jetzt ist er perfekt. Und jetzt? Jetzt bestäube ich mir die Unterlage mit Mehl. Dann kippen wir da den Teig drauf. Und dann formen wir die Buchteln. Buchteln. Dann Moment, ich mache das nur mit Wasser, weil das geht leichter. Mit Wasser? Ja, wenn man das nass macht, geht es leichter. Schauen Sie. Okay. Kann ich der Lucia auch was zeigen? Dazu. Schaut schon perfekt aus. Das ist so auch perfekt. Das gut. Nehmen wir jetzt raus. Dann holen wir es raus. Ah ja, genau, super. Habe ich gelernt. Perfekt. So. Was machen wir jetzt? Und dann stürze ich das aus der Pfanne. Ach, Sie stürzen das? Ja. So. Das sieht man gleich, ob es gut gebacken ist. Schaut perfekt aus, oder? Ja. Es geht wirklich gut raus wegen der Butter. Ja. Nimm ich diese Platte. Ja. Ah ja, das ist die Zwischenlagerung. So läuft's hier. Und jetzt müssten sie. Die lösen sich perfekt. Das tun wir mal weg. Alles Unnötige weg. Und jetzt richten wir es nochmal an mit unserer herrlichen Vanillesoße. Genau. Ja. Und dann Staubzucker vielleicht noch drauf. Habe ich auch. Ich habe heute sehr viel gelernt. Ich bin etwas erschöpft. Die Frau Lucia hat mich ein bisschen herumgeschickt heute, aber das ist schon in Ordnung. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich kann jetzt selbst Buchteln machen oder Wuchteln. Wenn ihr das auch lernen wollt, dann könnt ihr euch in der Vollpension anmelden zu einem Kurs. Das nennt sich die Masterclass. Live-Back-Kurse. Live-Back-Kurse gibt es online. Ja. Dann gibt es die O-Masterclass. Ja. Das wollte ich nämlich hören, das finde ich sehr originell, die O-Masterclass. O-Masterclass. Ja, genau. Okay. Das heißt, da bringen sie uns bei, wie wir Klassiker der österreichischen Mehlspeisküche backen. Ja. O-Masterclass ist nicht live, nur der Live-Backkurs. Das heißt, im Moment kann man alles online buchen. Ja. Man kann Kurse buchen, wo man genau solche Dinge lernen kann. Der Vorteil von den Online-Kursen ist, dass man von der Frau Lucia nicht so herumgeschickt wird, aber ansonsten lernt man genauso viel. Danke fürs Kommen. Es war mir eine große Freude, Sie kennenzulernen. Und jetzt freue ich mich nicht noch mehr, aber mindestens genauso sehr, Ihre Buchteln kennenzulernen. Das freut mich und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hier bei euch zu sein. Tun wir noch ein bisschen Vanillesauce drauf? Ja. Löffel? Löffel. Perfekt. Selbstgemachte Vanillesauce, wer hat das schon? Ja, das hat nicht jeder. Eben.
Die meisten nehmen Puddingpulver. Kommen Sie, wir teilen uns das, wenn Sie wollen.